Welcome to Ella! Guten Morgen aus Ella. Wir wollen jetzt erstmal was frühstücken gehen. Jetzt geht's wieder runter zu der Zuggleise und von unserem Abenteuer von der Nacht. Aber da kommt doch gleich ein Zug. Nee, der kommt nicht. Ist gerade erst vorbeigefahren. Und dann gehen wir jetzt frühstücken. Hier haben wir uns gestern verirrt. Morning. Die Treppe sind wir gestern hoch, das war falsch. Wir hätten einfach da hoch müssen. Jetzt gehen wir wieder rüber. Opa. Selbstgemachte Brücke. Is good now? No train? Okay, perfect. So richtig cooler Railway hier. Das hier sind Mimosen. Wenn man die berührt, dann klappen die sich zusammen. Und daher kommt auch der Begriff Mimose. Also wenn man mal Menschen als Mimose bezeichnet, dann ist das, weil die sich so wie die Pflanze zusammenziehen, wenn sie irgendwie beleidigt sind. Wir haben es geschafft, bevor der Zug kam. Schade. Ich hätte gern doch ein bisschen Abenteuer erlebt. Das war doch auch Abenteuer. Ja, allein dieser Adrenalin, so ein leichter Kick. Das ist Ella Town. Ja, hier, dieses hier, The Barn, würde ich sagen. Gehen wir mal rein und frühstücken. Ja, yes, genau. The Barn, auf geht's. Unser Essen ist jetzt da, mein Ella Green Bowl, mein Black Tea, Brownie Frappé, genau, und? Das sind Egg Hoppers mit Avocado und Quinoa und Onion und Coconut Sambal. Lass es dir schmecken. Jasmin, wie war The Barn? Das Frühstück hat uns sehr gut gefallen, die Bowl war richtig lecker, meine Egg Hoppers waren auch sehr lecker, aber für mich ein bisschen zu spicy. Und auch das Getränk war ganz gut. Generell können wir das empfehlen für alle, die ein bisschen was Moderneres suchen, aber trotzdem auch noch ein bisschen traditionell sri-lankanisch. So. Interessante Info, wir sind 1041 Meter über dem Meeresspiegel hier oben. Deswegen ist es hier auch öfter mal bewölkt oder regnerisch. Wollen einen kurzen Stopp zu Hause machen, unser Tee abgeben. Was für ein Unterschied zu unserer Experience gestern Abend. Ja, und dann geht's auf zum Wasserfall. Wir wollen jetzt zum Ravana Waterfall. Soll von hier circa 20 Minuten sein. Wir schnappen uns unten den Tuk-Tuk und fahren da mal hin. Also uns ist aufgefallen, dass hier auch kein Money Exchange gibt. Jetzt müssen wir wieder von ATM-Geld abheben. Also am besten, wenn ihr in Colombo seid, dort 200-300 Euro wechseln und dann habt ihr vielleicht einen besseren Kurs als bei dem ATM. Ein kleiner Supermarkt in der Innenstadt von Ella. Proteinriegel. Ja. Hier gibt es so Linsen. Dal. Okay. KitKat, Standard Deutsch, den gibt es in Deutschland auch. Aber das sehe ich das erste Mal, ein Oreo-Riegel, ein Fusé-Riegel. Hier gibt es Mitbringsel. Hier gibt es Tee. Das
So, da oben hier auch eine kleine Bar zum Essen. Hier Nestle. Kaffee, Nescafé. Probier mal. Und? Das schmeckt wie diese, dieser Schokoaufstrich mit Nüssen drin. Lion. Kennst du den noch? Nein, nicht Lion. Jetzt 5-Star-Oreo. Sehr süß. Okay. Da ist so die Creme drin. Einen Zugfahrer gefunden, der uns hinfährt für 2200 hin und zurück und er wartet auch und unterwegs will er uns auch noch ein paar andere Sachen zeigen. Also es ist auf jeden Fall in Ordnung. Geht in Ordnung, weil wie gesagt, Picknick funktioniert hier leider nicht und wir sind da so ein bisschen auf die auch angewiesen. Let's go! Erster Stopp der Havana Waterfalls. Little Adams Peak, not this one, it's next one. Ah, okay. Okay, das ist der Ella Rock. Und der Little Adams Peak ist wohl hier hinter. Und jetzt, wir machen erstmal ein paar Fotos. Der Tuk-Tuk-Fahrer hat uns hier kurz abgesetzt, damit wir uns die Zeit nehmen, dass man hier kurz aufzunehmen. Da sind auch Reisterrassen, kleine. From Ella to Ravana waterfall like 6 kilometer. Yes. From Ravana to secret waterfall also like 6 kilometer. Okay. Like this place like a very quiet place, like not too many people, like a very quiet place. But Ravana waterfall too many people. Yeah, I know what too you mean. Too many people, like no possible like a swim and like no good for like too many people like swimming. You know, like inside the swim pool. Some people use for the shampoo. Okay. Yeah, that's why no that's good. That's not good, yeah. Hier der Kollege Tuk-Tuk-Fahrer, den haben wir jetzt als Abonnenten auch dazu gewonnen. So schnell gewinnt man Abonnenten. Wir sind jetzt beim Ravana Waterfall. Unser Raster-Tuk-Tuk-Fahrer. Er ist so geil, wie cool er geht. Einfach chill, bro. So, ist ein bisschen viel los hier. Thank you. So sieht man. Richtig schön. Kommt von da oben, runter. Ein wunderschöner Wasserfall. Bikini verboten hier? Okay. Aber Shorts, also zum Schwimmen, Männer? Nicht baden? Okay. Todesrate liegt bei 36, okay. Ja, alles gut. Ja, vorsichtig. Den Fels drauf. Menschen. So eine Ansammlung.
Okay. Schwimmen ist hier auf jeden Fall nicht erlaubt. Da ist auch ein Polizeibeamter oder beziehungsweise ein Aufpasser, der seine Trillerpfeife sofort benutzt und wirklich auch warnt, ne, dass es nicht erlaubt ist und dich dann bittet runterzugehen. Ja. Auf jeden Fall ist es schön zu sehen, aber leider schade, dass man nicht schwimmen darf. Jasmin, was sagst du dazu? Also so zum Vorbeifahren kurz anhalten, gucken, es ist okay, aber dafür braucht man keinen langen Trip einplanen. Wie schmeckt's? Richtig gut. Auch die Mango. Einfach Hammer. Also das hat 150 gekostet und die Mango frisch geschnitten 200. 200. Und das war lustig, bei dem Mais war schon so ein bisschen Popcorn dabei. Also genau. Habe ich fotografiert. Ja, sehr, sehr zu empfehlen. So, wir haben jetzt unseren Tuk-Tuk-Fahrer überredet, dass er noch uns zum Secret Waterfall fährt. Dann würden wir insgesamt 3.500 bezahlen. Dann nehmen wir diesen schönen Wasserfall mit. Dort kann man wohl schwimmen, auch sagt er. Und ist auch besser als der hier. Schauen wir mal. Hier zu Fuß runter. Jetzt gehen wir durch so ein Gebüsch durch. Das ist so geil. Jetzt wissen wir auch, warum der Name Secret Waterfall ist. Vorsichtig hier. Everything good? We need you. Das war doch diese Dings, ne? Nein, guck mal. What kind of animal is this? Peacock. Peacock? Ja, Peacock. Ah, okay, nice. Das ist ja richtig secret hier, Alter. Man hört schon den Wasserfall. Mhm. Vorsichtig hier. That's really secret here. Okay. Oh, really? With you? Yeah, yes, with you. Oh my God. It's like a, this one, this place is like a private land. This owner like not like for I will go inside. That's why like a cable. Okay. Mm-hmm. Yeah, like 1 week before it's like opening the road, but it's today like you see? Yes. But maybe let's go like this way and cross, follow the river. Okay. Okay. Ja? Okay. Dann hat der Besitzer das jetzt zugemacht, weil er es nicht wollte. Ja. Also gehen wir einen anderen Weg. Ja,
Wir sind jetzt beim Secret Waterfall. Dieser Weg dahin war schon echt Horror. Und genau, hier fehlen einfach zwei Stufen. Ist ja richtig wie bei Indiana Jones, Alter. Okay. So. This way or? Sorry? More? Ja, more down. So, wir kommen jetzt hier nicht mehr weiter, weil der Landbesitzer auch da alles zugemacht hat. Das bedeutet, wir müssen hier aufhören. Und wir kommen leider nicht mehr weiter. Sehr schade, aber können wir nichts daran ändern. Ansonsten hätten wir da unten schwimmen können. Ich zeig euch das nochmal. Ja, da ist alles mit so Bäumen und so Ästen, hat er das einfach zugemacht und mit so einem Maschendrahtzaun. Genau, weil der Besitzer halt nicht möchte, dass da Leute runtergehen. Jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder hoch. Die, die uns entgegenkamen, hätten auch mal was sagen können. Ja, ne? Ja, wie gesagt, die Leute, die uns entgegenkamen, hätten auch sagen können, dass das hier zu ist. Naja, dann hätten wir den Weg nicht machen müssen. So. Gerade fährt der Zug lang. Gut, dass wir nicht auf der Gleise waren. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu unserer Accommodation. Ja. Und Jasmin will euch mal kurz ein bisschen was erzählen. Jasmin? So, erzähl mal ein bisschen was zu dem Secret Waterfall, nachdem wir endlich ein bisschen Ruhe gefunden haben. Leider, voll der Reinfall. Also ich kann mir vorstellen, dass das mal richtig cool war, weil eigentlich gibt es da einen Weg hin, wo man auch locker langlaufen kann. Aber ihr habt ja schon gehört, der Besitzer hat da alles abgesperrt. Und wir haben ja auch irgendwann die Tour abgebrochen. Gerade ich mit meinem Kleid war für sowas einfach überhaupt nicht vorbereitet, bin ständig irgendwo hängen geblieben. Und deswegen sind wir dann irgendwann zurück. Also wenn irgendjemand zu euch sagt, ich zeige euch den Secret Waterfall, sagt nein, danke. Ja, seid ihr umsonst nämlich. Wir haben jetzt umsonst so gesehen die Strecke bezahlt, aber egal, was soll's. Wir wollen jetzt unsere Wäsche zum Laundry bringen und danach runter in LA City was essen gehen. Haben nämlich jetzt schon langsam Hunger. Sonnenuntergang ist auch schon. Wir sind zum Abendessen bei The Barn, wo wir auch heute Morgen gefrühstückt haben. Ich habe mir Thunfischpizza bestellt, Garlic Bread und Jasmin hat einen Burger. Mit Baby Potatoes. Mit Baby Potatoes, genau. Nach dem Essen jetzt erstmal ein bisschen Souvenir-Shopping machen. Mal gucken, was hier so Schönes haben. Hallo. Hallo. So Elefanten. Oh, ist das süß. Genau, mein Vater hatte diese, glaube ich, mitgebracht gehabt, auch aus Sri Lanka. Hier sind so süße kleine Täschchen. Ja. Oh, süß. Brauche ich so was? Schöne Sachen. Kleine Täschchen? Mhm. Das braucht man doch immer für irgendwas. Ja, kannst du ja gucken. Gucken mal, was sie noch so haben. Und so Magnete, die haben auch Räucherstäbchen. Die haben hier Räucherstäbchen. Ja. Ja. Und ganz viele Magnete. Ja. Wollten wir mich mit nach Hause nehmen. Dann haben sie hier auch noch ganz viel Postkarten. Ein richtig schöner Laden. Okay, da hat es ein bisschen geflackert. Das Licht war nicht so gut. Auch wieder Elefanten. Also, many stuff. Bei uns ist aufgefallen, wir haben richtig schöne Postkarten. Das sehe ich auch das erste Mal. Und Ceylon ist der alte Name von Sri Lanka. Daher auch der Ceylon-Tee, der hauptsächlich aus Sri Lanka kommt. Die haben noch süße Elefanten hier, oder nicht? Mhm.